Hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin heute hinter der Kamera und nicht vor der Kamera, weil ich euch heute meine Schminksammlung zeigen möchte, wie ich sie so aufbewahre und mit welchen Helferlein und wie ich sie zusammensortiert habe und alles Mögliche. Und das hier ist schon mal ein Teil von meiner Schminksammlung. Das hier ist der Alex-Schubladenschrank von IKEA. Den kennt ihr wahrscheinlich in groß und lang. Ich habe den allerdings hier in breit und klein, aber da passt genauso viel rein. Und das zeige ich euch jetzt. Kommen wir zur ersten Schublade. Hier habe ich alles, was mit Gesicht zu tun hat. Diese Einlegekästen, die habe ich aus dem IKEA, aus der Küchenabteilung. Das sind Besteckkästen, die habe ich mir zurechtgesägt mit einer kleinen Säge. Ging auch ganz einfach. Auf der linken Seite seht ihr meine Puder, die ich so habe, von Catrice und Too Faced, Bobbi Brown und MAC. Hier habe ich meine ganzen Corrector und Concealer reingetan. Fit Me Concealer, NYX finde ich gut. Noch ein paar Augenlidschattenprimer. Da hinten habe ich dann Setting Sprays, Urban Decay und NYX. Urban Decay finde ich besser. Hier hinten habe ich dann noch ein paar Aufhellungsdrops und Primer und Glow Primer zum Mischen. Hier habe ich meine High-End Foundations, NARS, Urban Decay, Laura Mercier, MAC, Bobbi Brown. Die von Laura Mercier gefallen mir am besten. Da habe ich auch drei Stück von, in verschiedenen Farbtönen. Das ist allerdings die alte Verpackung. Die gibt es schon in der neuen Umverpackung. Auf der rechten Seite habe ich dann hier zwei Cushion Foundations aus TK Maxx. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Ansonsten habe ich hier meine Drogerie-Sachen, Foundations. Noch lose Pudersammlungen. Meine liebste BB-Cream. Rival de Loop. L'Oreal. Die HD Liquid Foundation von Catrice benutze ich auch gerne. Ja, das ist fürs Gesicht gewesen. Kommen wir dann zur zweiten Schublade. Hier ist alles richtig schön geordnet. Dank dieser Kisten, die ich mir beim Teddy geholt habe für 1 Euro. Das habe ich mir bei Hanis Beauty Blog abgeguckt. Die hat das auch so gemacht. Die hatten vorher einen Deckel drauf. Da habe ich mir einfach hier abgeschnitten mit einer Nagelschere. Das in der Mitte kann man noch rausnehmen. Die hier allerdings nicht. Die sind feste. Aber das passt ja hier wunderbar mit meinen Mono-Lidschatten, meinen Highlightern. Die Hani kann ich euch mal verlinken. Die hat auch eine ganz schöne Schminksammlung. Auf der linken Seite habe ich all meine Mono-Lidschatten von Catrice. Da hinten habe ich ein paar Paletten. Hier ist so gemischt an Marken von Rival de Loop, Art Deco und so. Hier habe ich Kiko. Da hinten habe ich dann noch Creme-Lidschatten und Color Tattoos von Maybelline. Hier noch drei MAC-Lidschatten. Hier unten noch einer, weil er nirgendwo reingepasst hat. Hier noch Flüssig-Highlighter. Das hier soll ein Dupe zum Soft and Gentle sein von Catrice aus der LE. Dann habe ich hier noch Hourglass und mein schönster Highlighter ist der hier von Guerlain. Der hat eine schöne Prägung, eine Blumenprägung. Eine Gardenie soll das darstellen. Das ist so ein richtig schöner Champagner-Rosé-Highlighter. Den habe ich auf eBay Kleinanzeigen gekauft, da habe ich ein richtiges Schnäppchen gemacht. Und wie ihr seht, habe ich ganz viele Preisschilder noch dran. Ich bin halt eben ein richtiges Schnäppchenmädchen. Ich kaufe sehr vieles, was immer reduziert ist oder ausgelistet wird. Auf der rechten Seite habe ich dann hier meine Blushes. Sehr viele LE-Sachen wieder. Natürlich den Cinderella, Essence Cinderella Blush habe ich mir geholt. Die Verpackung ist wunderschön. Musste man haben. Dann Catrice habe ich hier. Und dann die am besten pigmentiertesten Blushes sind natürlich die von Sleek. Hier habe ich einen ganz krassen. Da hinten habe ich noch ein paar Essence-Sachen und hier Pigmente von Essence. Pigmente benutze ich nicht ganz so oft, die reichen mir hier. Das war's mit der zweiten Schublade. Kommen wir zur dritten Schublade. Hier habe ich mir auch diese IKEA-Kästen wieder zurechtgeschnitten. Auf der linken Seite haben wir all meine Lippenstifte, die überhaupt nicht sortiert sind, wo ich überhaupt keinen Überblick leider habe. Das gefällt mir nicht ganz so gut. Hier habe ich ein paar Lip Liner, überwiegend Essence und noch ein paar andere Marken. Ein paar Lipglosse, da hinten habe ich ein paar Lip Balms und hier habe ich meine Bronzer. Einmal den Hoola und einmal das Dupe dazu, den Honolulu.
Catrice, P2, MAC Harmony, Essence, NYC und Too Faced. Too Faced hat noch einen kleinen Blush dabei. Dann habe ich hier noch einen Dupe zu einer Charlotte Tilbury Palette. Die kennt ihr vielleicht. Hier habe ich ein paar Eyeliner, Kajals und Glitzerliner. Natürlich den NYX Milk Pencil, Jumbo Milk Pencil. Hier habe ich ein paar Augenbrauenprodukte, Augenbrauengel und Stifte. Das interessiert euch bestimmt. Da haben wir einmal Natural Fibers und so eine Mascara. Zuerst trägt man die Mascara auf, danach die Fibers drüber und fixiert das nochmal mit der Mascara. Finde ich nicht so gut, habe ich mir bei Amazon bestellt. Und hier haben wir meine ganzen Mascaras. Dahinter haben wir dann meine Wimpern. Kann ich euch auch mal zeigen. Dann haben wir hier einmal diese Kistwimpern. Die gibt es ja mittlerweile beim Rossmann zu kaufen und beim Müller. Die finde ich super von der Qualität her. Am liebsten trage ich die hier, die Ritzy. Dann habe ich hier noch ein paar Single Lashes von Essence. Ganz viele Leni Lash oder Red Cherries. Alle bei Cosmetic for Less bestellt. Das sind meine Wimpern gewesen. Und das war es auch schon mit der dritten Schublade. Kommen wir zur vierten Schublade. Das hier ist quasi meine Masken- und Backup-Schublade von verschiedenen Blushes und Pudern und Bronzer und Monolidschatten. Spiegel, ein Back-to-Mac-Produkt, Prep and Prime, Oropax, Reinigungstücher, Puderquasten. Hier fürs Reisen so kleine Größen. Und hier habe ich dann noch ein paar verschiedene Masken. Die hier ist komplett, die man auf die Augen legt. Bräunungstücher, Clear-Up-Stripes. Zwei Handcremes, dann habe ich hier noch die Bubble Clay Mask, die kennt wahrscheinlich fast jeder. Das sieht man dann immer aus wie ein Weihnachtsmann. Ja, da hinten habe ich noch Kernseifen und das war's mit der Schublade. Kommen wir dann zur fünften Schublade, die vorletzte. Hier habe ich nicht ganz so viele interessante Dinge drin. Hier habe ich ein paar Nagellacke von Catrice, von Essie, P2. Meine Curoset, Nagelfeilen, ein paar Taschen, eine Blume fürs Haar, Haargummis, Haarspange, Duftprobe habe ich hier drin. Dann habe ich mir noch so eine Kiste geholt beim Teddy. Da habe ich mir Haarreifen sortiert, Haarspangen, die hier benutze ich zum Locken machen, um die dann zu befestigen am Kopf. Ja, das war's. Kommen wir zu der letzten Schublade. Hier habe ich all meine Paletten drin. Zwei von Makeup Revolution. Die Smashbox Full Exposure zu Eva Cocoa Blend, Tarina Tarantino. Eine Blush-Palette. Die sieht so aus. Das Anastasia Beverly Hills Contour Kit. Hier habe ich dann noch die drei Paletten von Urban Decay. Die erste, die zweite und die dritte. Die habe ich noch eingepackt, damit die nicht so sehr versiffen. Dann von Benefit ein Lip and Cheek Kit. Die Naked Basic 1 und 2. Wet n Wild habe ich hier. Hier habe ich mal angefangen, Sleek Paletten zu sammeln. Die Original, die Storm, die Sunset, Au Naturel und Monaco. Ein paar habe ich auch schon verkauft, zwei, drei Stück. Hier habe ich dann Lorac, die Unzipped Palette, die Lorac 1 habe ich hier, dann die Too Faced Chocolate Palette, die so schön lecker nach Schokolade riecht. Da hinten ist eine selbstgestellte von Kiko, das hier ist von Too Faced. Das hier interessiert euch wahrscheinlich auch besonders, das ist ein Holiday Kit oder Palette von Tarte. Sieht so aus. Hier ist noch eine kleine Palette drin. Die ist schön zum Reisen, die kann man noch rausnehmen. Hier unten habe ich die Zoeva Metallic Stones Palette. Das war eine meiner ersten. Die Nude Palette und noch so eine 88er. Benutze ich nicht mehr ganz so häufig.
Oder gar nicht mehr, sagen wir mal so, bleiben wir mal ehrlich. Und das war's mit meinen Paletten und der letzten Schublade. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Ich verlinke euch noch Hanis Beauty Blog und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben.